Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn in einem vergleichsweise kleinen Land wie Deutschland 80 Millionen Menschen ganz unterschiedlicher Hautfarbe, Religion und Staatsangehörigkeit weitgehend friedlich und konfliktfrei miteinander leben, dann müssen für alle die gleichen Regeln gelten. Und das kann nur die Rechts- und Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland sein. Zu diesen Merkmalen, die unsere Werteordnung prägen, gehört ganz entscheidend die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das gilt nicht nur in Sonntagsreden, dem müssen wir auch in der gesellschaftlichen Realität Rechnung tragen. Und von genau dieser Gleichberechtigung von Männern und Frauen kann nicht gesprochen werden, wenn Kinder verheiratet werden. Dies betrifft in aller Regel Mädchen. Und in den allermeisten Fällen werden die Mädchen ihrer Lebensperspektiven beraubt. Wenn ein Mädchen im Alter von 12 Jahren oder von 14 Jahren verheiratet wird, dann hat es regelmäßig keine Chancen auf Bildung, auf schulische Bildung, auf berufliche Bildung, keine Chance auf ein eigenes, selbstbestimmtes Leben, keine Chance auf eine Zukunft, die es selbst gestalten kann. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch für die Integration der Mädchen in Deutschland ganz essentiell, dass wir ihnen aufzeigen, dass sie in Deutschland in einem Land leben, in dem Frauen dieselben Rechte haben wie Männer. Wir treffen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine klare Wertentscheidung. Kinderehen werden wir in Deutschland nicht akzeptieren. Und Herr Kollege Petzold, es macht mich zugegebenermaßen etwas sprachlos, wenn Sie erklären, die Formulierung, wir wollen Kinderehen bekämpfen, sei eine rechte Sprache, die wir in diesem Haus salonfähig machen. Ich glaube, es ist andersrum. Es zeigt, wie eklatant Sie sich von der gesellschaftlichen Mitte unseres Landes entfernt haben, wenn Sie glauben, die Menschen in unserem Land wünschten keine Bekämpfung von Kinderehen. Dieses Projekt ist der Union, und deshalb haben wir es auch gleich im vergangenen Sommer nach problematischen Gerichtsentscheidungen auf die Tagesordnung unserer Vorstandsklausur gesetzt, wahrlich eine Herzensangelegenheit. Es ist aber in der Umsetzung nicht einfach. Wie soll konkret mit im Ausland geschlossenen Kinderehen in Deutschland verfahren werden? Das Problem resultiert daraus, dass auf solche Ehen regelmäßig das Recht des Staates Anwendung findet, dessen Staatsangehörigkeit die Eheschließenden besitzen. Wir sehen nun eine klare Regelung vor. Wer war eine Person im Zeitpunkt der Eheeingehung unter 16 Jahren alt, handelt es sich bei dieser Ehe um eine Nicht-Ehe. Das bedeutet, dass die Ehe von Anfang an ohne weitere Entscheidung unwirksam ist. Die Ehe wird behandelt, als hätte es sie nicht gegeben. Ist eine Person hingegen zum Zeitpunkt der Eingehung der Ehe über 16, aber unter 18 Jahre alt, so sind diese Ehen aufhebbar. Ein Gericht überprüft auf Antrag der Ehegatten oder der zuständigen Verwaltungsbehörde, ob die Ehe aufzuheben ist, wobei wir die Behörden zur Antragstellung verpflichten. Die Überprüfung dieser Fälle vor Gericht wird im beschleunigten Verfahren erfolgen, um den Betroffenen möglichst schnell Rechtsklarheit zu geben. In aller Regel sind die Kinderehen dann aufzuheben. In gravierenden Einzelfällen mag es aus Kinderwohlgründen auch geboten sein, die Ehe ausnahmsweise aufrecht zu erhalten, beziehungsweise kann eine Ehe durch die inzwischen volljährigen Ehepartner bestätigt werden. Beide Modelle, das Nichtigkeitsmodell und das Aufhebungsmodell, sind besser als die geltende Rechtslage. Ich persönlich halte das Aufhebungsmodell für das rechtspolitisch beste Modell, aber weil beide Modelle besser sind als die gegenwärtige Rechtslage, haben wir uns in der Koalition, in den beiden Koalitionsfraktionen, einvernehmlich auf diesen Kompromiss verständigt. Damit die verheirateten Kinder nach Grenzübertritt betreut werden können, stellen wir in dem Gesetzentwurf klar, dass die Minderjährigen zu ihrem Schutz vom Jugendamt vorläufig in Obhut genommen und vom Ehegatten getrennt werden müssen. Wir stellen außerdem sicher, dass den Kindern
durch die Nichtigkeit oder Aufhebung ihrer Ehe keine aufenthaltsrechtlichen Nachteile entstehen. Wir konkretisieren mit den Änderungen gleichsam den Ordre-Publique-Vorbehalt und damit machen wir klar, dass unsere Wertvorstellungen hier in Deutschland auch für Zuziehende gelten. Es hat das Kindeswohl Vorrang und es gilt die Gleichberechtigung von Mann und Frau, egal ob man in Deutschland oder andernorts geheiratet hat. Diese grundsätzliche Wertentscheidung begleiten wir mit einem Verbot traditioneller oder religiöser Trauungen für Minderjährige. Wir bewähren dieses Verbot auch mit Sanktionen. Um ein klares Signal zu senden, regeln wir auch das Recht der Eheschließung in Deutschland neu. Eine Ehe darf künftig nicht mehr vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden. Die bisher vorgesehene Befreiungsmöglichkeit, Ehen in Deutschland im Alter von 16 bis 18 Jahren eingehen zu können, sofern ein Partner volljährig ist, schaffen wir ab. Meine Damen und Herren, nach meiner Überzeugung wird es mit der nationalen Maßnahme nicht getan sein. Was wir auch brauchen, wird ein internationaler Standard sein, in dem es hoffentlich in einigen Jahren eine Selbstverständlichkeit sein wird, dass Kinderehen nicht nur in Deutschland verboten sind, sondern dass wir weltweit sagen, wir wollen auf diesem Globus keine Kinderehen haben. Meine Damen und Herren, es ist meine Hoffnung und auch mein Appell, dass wir nach den intensiven Vorarbeiten im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens nun das Gesetzgebungsverfahren zügig durchlaufen. Jeder Tag, den ein Mädchen, jeder Tag, den ein Kind in einer Kinderehe verbringen muss, ist ein Tag zu viel. Herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt die Kollegin Katja Keul, Bündnis 90 Die Grünen.